So, hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Daily Vlog. Ich habe mich mal wieder rausgesetzt, weil das Wetter, wie man sieht, eigentlich recht gut ist. Und dann dachte ich, ich nutze das einfach mal, um mich mal wieder rauszusetzen. Was heute passieren wird, ist zuerst mal ein paar Schnittbilder aufnehmen. Denn heute kommt ja das Video schon raus. Wir haben jetzt mittlerweile gerade knapp 14 Uhr, also in 2,5 Stunden kommt das Video dann raus. Dementsprechend sollte ich noch diese paar Schnittbilder machen, die dann einfach noch mit in das Video mit reinkommen. Ansonsten ist das Video nämlich schon so gut wie fertig geschnitten. Und dann stelle ich das Ganze fertig und danach schauen wir mal weiter. Also hole ich jetzt erstmal den Bluetooth-Lautsprecher und dann baue ich das hier alles um. So, Video ist fertig geschnitten, gerendert und lädt gerade hoch. Wird wahrscheinlich ein bisschen spät sein, denn wir haben jetzt schon 16.25 Uhr. Upload braucht wahrscheinlich noch so eine halbe Stunde oder so. Und ich werde jetzt die Zeit nutzen, mir eine Busverbindung suchen und dann geht's auf zum Kunden, ein bisschen arbeiten. So, ich würde mal sagen, auf geht's. So, wir haben mittlerweile abends und ich bin wieder zurück. Aber ich wollte mit euch noch mal kurz über ein Thema reden, bevor ich quasi den Vlog beende, was mir eigentlich recht wichtig ist. Dazu fangen wir einfach mal mit meinem Handy an. Ich gehe hier einfach mal meine Benachrichtigungen durch, die ich so als letztes bekommen habe. Da sind natürlich hier Twitter-Benachrichtigungen, aber ist jetzt nicht so wichtig. So, und da kommen die YouTube-Benachrichtigungen. Seht ihr? Das ist so, diese Benachrichtigungen sind jetzt von, weiß ich nicht, vor 2 Stunden und vor 1 Stunde sind diese Nachrichten, habe ich zuletzt mein Handy benutzt. So, das sind diese YouTube-Benachrichtigungen und die schauen wir uns jetzt nochmal auf dem Laptop genauer an. So, da haben wir sie. So, und jetzt lesen wir einfach mal ein paar vor. Ich bevorzuge halt die von diesem einen Video. Also hier haben wir, wo finde ich die Ortungsdienste? Sobald ich die App aktiviert habe, kann ich keinen Pogostop abholen, bla bla bla. So, das und das sind schon mal dieselben übrigens. Nee, das hier ist ein Softbun. Das hier sind die Ortungsdienste, die deaktiviert sind. Das bezieht sich auf eine andere App, anderes Video. So, Pokestops werden nicht geladen. Selbes Problem wie da oben übrigens mit den Ortungsdiensten. Standort nicht gefunden. Kann keine Pokestops einsammeln. Standort nicht gefunden. Alles läuft super, aber die Pokémons flüchten. Falsche Standorte geht nicht. Bla bla bla. Richtiger Standort konnte nicht geortet werden. Standort konnte nicht geortet werden. Es funktioniert aber, Pokémon lassen sich nicht fangen. Pokémons lassen sich nicht fangen und Standort konnte nicht geortet werden. GPS-Signal nicht gefunden. Standort nicht geortet. Pokestops nicht sehen. Pokestops nicht einnehmen. Standort nicht geortet. Und so weiter. Das Ganze, zieht sich hier, wenn ich euch sage, dass sich das lange zieht, dann gehen wir hier mal kurz runter. Also, das zieht sich wirklich extrem lang. Und ihr seht, ich habe jedes Mal auf die Kommentare geantwortet. Auf jeden einzelnen. Und zwar eigentlich immer mit genau derselben Antwort. Und das ist der Grund, warum mir momentan die Kommentare unter den Videos so auf den Senkel gehen. Weil ich wirklich, ihr könnt euch das ja mal anschauen, wie viele Kommentare ich mittlerweile nur unter dem Pokémon-Hack-Video bekommen habe. So, da haben wir das Video. 51.000 Aufrufe, 877 Kommentare. So, und von den 877 Kommentaren sind bestimmt 400 davon nur Fragen zu entweder den Ortungsdiensten oder eben die Pokémons flüchten, eben wegen einem Softbun. Das heißt, ich schreibe entweder, aktiviere doch mal die Ortungsdienste oder du hast einen Softbun. Und das mache ich den ganzen Tag, wenn ich jeden Tag auf diese Kommentare antworten würde. Und das geht mir momentan so auf den Senkel, einfach weil, erstens, wenn ich persönlich mir ein Tutorial angucke, dann schaue ich zuerst mal in die Kommentare, wenn irgendwas bei mir nicht klappt, und schau mal, was haben denn die Leute geschrieben vorher für Fragen und für Antworten, und vielleicht steht da schon mal eine Frage bei. Bei den Kommentaren kann man davon ausgehen, dass man quasi nur 4 Kommentare lesen muss und dann hat man seine Frage schon beantwortet bekommen. Dementsprechend verstehe ich eben nicht, und das ist zweitens, warum die Leute das eben nicht machen.
Überlegt mal, wie viel ich jeden Tag schreiben muss. Ich wende wesentlich mehr Zeit auf, damit die Frage 1000 Mal wieder zu beantworten, als ihr die Zeit braucht, um eben diese 2, 3 Kommentare zu lesen. Nehmt euch doch die Zeit, lest die Kommentare, die da drunter stehen. Und der Vorteil ist ja, dass eure Frage sofort beantwortet wird. Ich antworte manchmal nach einem Tag, manchmal nach 2, 3. Das kann sich immer verzögern, weil es eben immer, immer mehr Kommentare werden. Und so habt ihr eine sichere Antwort, weil die steht ja schon da. Ihr müsst die ja nur noch lesen. Aber wie faul kann man denn bitte sein, dass man nicht den Kommentar, der unter einem steht, lesen kann? Das ist sowas von unverständlich für mich und richtig frustrierend, was eben diese Kommentare angeht. Alle anderen Kommentare finde ich auch super. Aber diese beiden Kommentare gehen mir momentan so auf den Senkel und ich weiß einfach nicht, was ich dagegen tun kann. Ich habe auch keine Lust, da ein FAQ-Video oder sowas aufzunehmen, weil das gucken sich die Leute eh nicht an. Das macht also auch keinen Sinn. Die Leute schreiben selbst unter mein iOS-Video, ich habe Android und es funktioniert nicht. Nein, wirklich, es funktioniert nicht. Warum nicht? Natürlich, weil du kein iPhone benutzt. Steht aber auch im Titel. Oder bei dem Android-Video, ja, ich habe ein iPhone, es funktioniert aber nicht. Nein, wirklich. Aber ich habe 2 Videos dazu, Android und iOS. Und die Leute checken das einfach nicht, die gucken nicht einmal nach. Wahrscheinlich steht das sogar rechts als Vorschlag bei den meisten, aber die gucken einfach nicht. Und das verstehe ich eben nicht. Die nehmen sich nicht die minimale Zeit, sondern wenn die nicht beim ersten Treffer direkt ihre Antwort haben, dann rasten die direkt in den Kommentaren aus. Und das nimmt mir einfach extrem den Spaß daran, Kommentare zu beantworten oder eben mir Mühe zu geben dabei und Videos zu machen, die richtig, richtig aufwendig sind oder eben sehr viel Recherchearbeit im Vorhinein ziehen, wenn ich davon ausgehen kann, dass ich bei dem Video, wenn ich es hochgeladen habe, eben immer, immer nur dieselben Kommentare bekomme. Deswegen versucht doch einfach mal, YouTube zu einem besseren Ort zu machen und tut mir den Gefallen und schreibt einfach mal vernünftige Kommentare, das freut wirklich jeden. Danke. So, und damit beende ich den Vlog nämlich auch für heute. Ich hoffe, euch hat diese kleine Redestunde gefallen. Eine Sache zeige ich euch noch, bevor ich komplett Schluss mache. Und zwar hat mir ein Zuschauer ein Paket zugeschickt, der eben nicht mit seinem Handy klarkam. Hat mir sein Handy einfach zugeschickt und ich soll mich jetzt darum kümmern. Das öffne ich jetzt mal eben auf Kamera, aber schneide das nicht rein. Nur zur Sicherheit, damit ich weiß, dass mit dem Paket alles in Ordnung ist. Gut, ich beende jetzt den Vlog und ihr seht das dann mit dem Handy oder so. Vielleicht morgen. Bis morgen, haut rein und ciao.